Mittwochabend, Zeit für Zoom-Movies, heute zusammen. Heute gibt es grosse Stars im Mini-Format. Movie of the Week, Downsizing. Eine Science-Fiction-Satire mit Matt Damon, der sich schrumpfen lässt, um ein besseres Leben zu haben. Bei Downsizing schauen wir auch noch hinter die Kulissen. Wie war es mit dem Regisseur Alexander Payne zu arbeiten und welche Rolle spielt Christoph Waltz? Zudem starten zwei neue Filme aus Deutschland. Hot Dog mit den zwei Stars Till Schweiger und Matthias Schweighöfer. Und ganz nach dem Motto von heute Film: Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Das Menschenschrumpfen zieht sich heute ein wie ein roter Faden durch die Sendung. Es ist technisch gar nicht einmal so einfach, das anzubringen, dass es eben am Schluss dann nachher auch echt aussieht. Wir sehen hier, wie die Grössenverhältnisse angepasst werden und die Dimensionen vermischt werden. Das ist eine ziemlich aufwendige Sache. Beim Film Downsizing werden die Menschen absichtlich geschrumpft. Und zwar, dass sie am Schluss eben weniger Energie, weniger zu essen und weniger zu trinken brauchen. Also eine Lösung auf die Überbevölkerung und die damit verbundene Rohstoffknappheit. Eine irgendwie faszinierende Miniwelt, die uns Downsizing hier präsentiert. Vielversprechend ist der Film nur schon, weil der Regisseur, der dahinter steckt, der zweifache Oscar-Preisträger Alexander Payne ist. Dave? Das ist Dave Johnson. Von ihm hätte ich nie gedacht, dass er mal ein kleiner wird. Wow. Das Großartige an Alexander ist, dass jeder einzelne seiner Filme wirklich tiefgründig ist. Was mir an Downsizing so gefallen hat, ist dieses außergewöhnliche Thema und der Fakt, dass es unser eigenes Leben widerspiegelt. Uns reicht's vorne und hinten nicht. Ich habe gerade erst meinen Studienkredit abbezahlt. Downsizing, es nimmt sofort den Druck raus, besonders den finanziellen. Die Menschen haben ein besseres Leben, wenn sie kleiner sind. In Leisureland entsprechen ihre 100.000 Dollar glatten 12 Millionen Dollar. Wow. Die Genauigkeit, mit der alles gemacht wurde, ist wirklich außergewöhnlich. Sie unterziehen sich einer bleibenden und nicht umkehrbaren medizinischen Prozess. Allgemein bekannt als Downsizing. Alles klar! Alexander ist ein Visionär und trotzdem ein unglaublich rücksichtsvoller Regisseur. Paul, bitte werd nicht wütend. Ich kann meine Familie nicht verlassen, meine Freunde. Es tut mir leid, Paul. Ich hätte mehr an mich selbst denken sollen. Du willst mehr an dich selbst denken? Ich bin verdammte 12 Zentimeter groß! So groß Sie können, bitte. Was die Tonalität eines Alexander Payne-Films angeht, kann man nur sagen, dass die Menschheit mit all ihren Schwächen wiedergespiegelt wird. Ich weiß, so eine Scheidung hat bei jedem eine ziemliche Kerbe ins Ego. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, Spaß zu haben hier bei uns. Ich habe Allergien. Warte, warte. Ich werde meine Schuhe ausziehen. Mach die Augen auf. Die Welt ist voll mit, was man sehen soll. Warum das mit dem Downsizing? Nur aus einem Grund, um hier zu sein. Endlich mal habe ich die Chance, was zu tun, was von Bedeutung ist. Nicht nur der Regisseur lockt ins Kino Downsizing schauen, sondern auch die Schauspieler, die darin vorkommen. Der Matt Damon, so lustig wie schon lange nicht mehr. Und aber auch Christoph Waltz, den man wieder mal in einer anderen Art von Rolle sieht. Hallo, mein Freund. Paul hat diesen durchgeknallten Nachbarn, Dujan. Hast du nicht gewusst, dass du Glück hast, so aufregende Nachbarn zu haben wie mich? Dujan ist ein cleverer Geschäftsmann. Als die Menschen begannen, sich schrumpfen zu lassen und all die kleinen Städte entstanden, sah ihr Potenzial darin. Warum bringen wir nicht Luxusprodukte an die geschrumpfte Konsumenten, die Dinge, wo sonst niemand anderer denkt, zu bringen? Oh mein Gott! Dujan ist ein schillernder Charakter und die beiden erleben große Abenteuer zusammen. Mach die Augen auf. Die Welt ist voll mit, was man sehen soll. Es ist eine tolle Rolle. Es ist ein Alexander Payne-Film. Grund genug mitzuspielen. Ich habe zwei, drei gute Freunde angerufen. Schau, was passiert. Die ganze Welt kommt. Eine großartige Rolle für einen tollen Schauspieler. Hand von unbegrenzter Möglichkeit. Das Thema Menschen verkleinern ist der Fokus heute. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Der Name sagt schon alles. Noch kleinere Menschen in einer so grossen Welt. Und dann gibt es aber noch einen anderen Film, der neu ins Kino kommt, wo es nicht um Grösse geht. Felix, wir gehen nach Dubai. Papa, hier sind meine Freunde. Was? Das können Sie nicht machen. Ich wünschte, meine Eltern wären klein und ich groß. Da müssten sie alles machen, was ich ihnen sage. Das willst du nicht. Doch, genau das. Wir suchen Direktorin Schmidt-Gössenbein. Felix! Oh
nein. Felix, wir haben ganz doll Hunger und müssen mal ganz dringend aufs Klo. Jetzt hat er das Sagen und muss feststellen, dass kleine Eltern großen Ärger machen. Da war so eine Frau. Brüder, Stechart. Die lebt doch schon lange nicht mehr. Ihr werdet diese Schule bald nicht wiedererkennen. Ich brauche meine Freunde. Allein kriege ich euch nicht wieder groß. Diese Stechbart ist eine Art Zombie und will die Schule übernehmen. Das lassen wir nicht zu. Also, was ist der Plan? Wir können euch doch helfen! Ich kann gleich die sieben Zwerge rufen. Oh, shit! Das ist ja lebensgefährlich! Lauf, Felix, lauf! Familie Pizza! Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Die Kleine ist scharf auf dich. Sie ist nicht scharf auf mich. Niki ist eine der talentiertesten Hackerin ihrer Generation. Ich wette, das ist nicht ihr einziges Talent. Ups. Ihr abwertendes Verhalten gegenüber berufstätigen Frauen ist typisch für Männer ihrer Generation. Hier, kannst du mal üben. Los, du Penner, aufstehen. Hoffentlich habt ihr verhütet. Sie wird nicht mit dir ausgehen. Mädchen erkennen Jungfrauen am Geruch. Ich bin Widder. Weißt du, an wen du mich erinnerst, Kleiner? An meine Tante Helga. Du siehst dir sogar ein bisschen ähnlich. Für wie dumm halten sie mich eigentlich? Willst du eine ehrliche Antwort? Wenn du das hier knackst, dann küsst er dich auf Zunge, okay? Nein, das ist nicht okay. Jede Frau mit ein bisschen Selbstachtung würde ihnen sagen, okay. Zwei Filme aus Deutschland und vor allem aber zwei Stars aus Deutschland. Garantiert zum Lachen mit dem Till Schweiger und dem Matthias Schweighöfer. So, und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht auf den Kita Cinemas Charts. Anfangsjahr haben wir ja euch schon unsere Top 10 Highlights für 2018 verraten. Und welche Filme bei euch wahrscheinlich werden zu Rennen machen, das sehen wir jetzt. In unseren Most Wanted Charts finden wir einen Blockbuster nach dem anderen. Auf Platz 5 gleich ein Film, den wir euch in zwei Wochen vorstellen. Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Auf Platz 4 droht ein Vulkan, die Dinosaurier auszulöschen. In Jurassic World, das gefallene Königreich. Diese Geschöpfe waren vor uns her. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Du kennst mich. Weiter geht's auf Platz 3 mit dem nächsten Marvel-Superheld Black Panther. Und auf Platz 2 nochmals Marvel. Hier kämpfen die Avengers gegen den nächsten Bösewicht in Avengers Infinity War. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Platz 1 unter den meist erwarteten Kinofilmen belegt diese Woche 50 Shades of Grey – Befreite Lust. Ich habe gelobt, dich treu zu lieben, allen anderen zu entsagen. Hast du mit ihr geschlafen? Dir in schweren Zeiten beizustehen, bis ans Ende unserer Tage. Wieso widersetzt du dich? Weil ich es kann. Offensichtlich haben auch ganz viele Frauen abgestimmt, weil ich auch, glaube, selten einen Mann gehört, der gesagt hat, ich freue mich so fest auf 50 Shades of Grey.
Und jetzt habe ich noch Geschenke für euch. Und zwar 2x2 gratis Kino-Eintritt. Das heisst, ihr könnt entweder 2x allein ins Kino oder mit jemandem zusammen. Und das in einem Kita-Kino nach eurer Wahl. Und natürlich dürft ihr auch den Kinofilm selber auswählen. Holt es euch auf teleclubzoom.ch/movies. Nächste Woche gibt es Hochkarätiges. Und das ist so ein langer Name, das muss ich schnell ablesen. «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». Ein Film, der schon einen Golden Globe geholt hat als bester Film. Ich zeige euch jetzt gerade mal einen kleinen Einblick. Tschüss zusammen. In 3, 2, 1. Und so traurig dieses Spektakel um diese Billboards auch ist. Verdammte Scheiße, Mann! Diese Reporterin hofft, dass das endlich das Ende bedeutet für diese sonderbare Geschichte der drei Billboards. Scheiß bedeutet das, du behinderte Kuh. Das ist erst der verkackte Anfang. Sende das mal in deiner Guten Morgen Missouri Frühstücksfernsehen. Scheiße, du Miststück.